So, what's this about? This is really, I was going to talk to you about. Ich wollte über Dinge reden, die ich gebaut habe. Ich habe viele Sachen gebaut für Hackercamps, Makerfairs und ein bisschen anschauen, was Leute damit gemacht haben. Ich werde erzählen, was ich davon gelernt habe, wie man diese Dinge baut, wie man sie vielleicht effizienter baut und zum Schluss vielleicht ein kleines Manifesto über diese Dinge vortragen. Ich baue vor allem Software im echten Leben und ich mache gerne Dinge, und wenn man Computer und Dinge mag, dann braucht man eben Roboter, so ist das. Ich habe schon immer mit Computern gearbeitet. Die älteste veröffentlichte Software, die ich finden konnte, die ich gebaut habe, lief auf dem Palm Pilot. Ich hatte normalerweise keinen Plan. Ich habe einfach nur eine Idee, und wenn ich diese Idee habe, dann muss ich das Ding bauen. Einfach nur normale Dinge, Gepäck, Möbel. Das ist Teil eines Kampfjets. Benutzt Teil eines Kampfjets. Ich mag Besteck sehr gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Niemand außer mir baut Besteck, um zu schauen, wie es wird, außer mir. Aber Roboter, dafür sind wir hier. Und Roboter sind eigentlich nichts anderes, als dass man Computer in gebaute Dinge schraubt. Das ist das erste Projekt, das ich gebaut habe. Das habe ich zusammen mit meinem Freund Ben für eine Ausstellung in Bristol gebaut. Das ist ein Augapfel, der Leute anschaut. Mehr tut es nicht. Er schaut Leute an und zwinkert oder blinzelt. Ist nicht besonders clever, aber Leute schienen es zu mögen. Und es ist interessant zu sehen, was sie damit gemacht haben. Die meisten fanden das total toll, als sie es zum ersten Mal gesehen haben. Die ersten 5 oder 15 Sekunden haben sie damit gespielt und ihm zugewunken und sich bewegt, um zu sehen, wie es reagiert. Und die besonders schlauen, wenn es 2 Leute gleichzeitig waren, dann haben sie ausprobiert, was passiert, wenn sie sich beide bewegen. In diesem Fall nimmt er den Mittelpunkt, was nicht ganz ideal ist, aber gut. Und die wenigsten haben sich die Rückseite angeschaut, aber das tat fast niemand. So sieht die Rückseite aus. Nicht so glatt wie die Vorderseite. Aber es war wirklich erhellend zu sehen, wie Leute damit spielten. Und deswegen fing ich an nachzudenken. Das ist das, was da drin ist. Es benutzt ein Embed, eine merkwürdige ARM-Plattform, die ich glaube immer noch existiert, und mit einer browserbasierten IDE. Und man kann über diese Web-Oberfläche Dinge direkt auf dem Gerät kompilieren. Eine billige Kamera mit irgendwie einer Auflösung von 60x60 Pixeln oder so. Und es hat einfach die Differenz zwischen den Frames beobachtet, um zu schauen, wo sich Dinge bewegen. Und das war eigentlich alles. Und 3 Servomotoren und eine Weihnachtsbaumdekoration. Denn es stellt sich heraus, dass wenn man weiße Kugeln braucht, die man für dieses Projekt braucht, dann muss man Weihnachtsbaumkugeln kaufen. Das muss man also in der Weihnachtszeit machen und sich dann einen kleinen Vorrat anlegen. Der Trick hier ist, dass es einfach nur den Schwerpunkt der geänderten Pixel nimmt. Dieses Gerät findet keine Leute. Es weiß nicht, was Menschen eigentlich sind. Es löst das viel einfachere Problem, indem es einfach die Pixel nimmt, die sich geändert haben. Aber wenn nur eine Person im Bild ist, dann funktioniert es gut genug. Das nächste ist Sketchy, was eigentlich ein Unfall war. Wir haben einen Roboter aus 3 Servomotoren gebaut. Die
Motoren hier bewegen sich gar nicht. Und wenn man alles hier ist, ist sehr leicht. Und es stellt sich heraus, dass Servomotoren hier das Billigste sind, was wir benutzen könnten. Gesundheit. Wir wollten herausfinden, was wir damit tun könnten. Wir haben diesen Stift dran gehängt und haben ein bisschen Software geschrieben. The box thing at the beginning is a bug. I fixed that after. So dieses Box, dieser Kasten, der am Anfang gezeichnet wird, ist ein Bug, den habe ich später behoben. Das tut mir leid. So all this does is, das Einzige, was es tut, ist, dass es ein Bild von einem Mobiltelefon nimmt. Wir machen ein bisschen Bildbearbeitung und extrahieren die Vektoren und dann zeichnet es diese Vektoren. Aber relativ häufig hat es tatsächlich plausible Bilder von Menschen gezeichnet. Nicht immer sahen sie aus wie die Menschen, aber meistens. Und die Leute haben das total angenommen. Und wenn ich das auf Makerfest mitgebracht habe, war immer eine lange Schlange dort. Und ich glaube, das liegt daran, dass es komisch ist, weil es ein Roboter ist, der vernünftige Bilder zeichnet. Aber auch jeder hat ein persönliches Andenken bekommen. Das Problem war, dass die Leute es wirklich mochten, dass sie es geliebt haben. Das heißt, man muss den ganzen Tag dort stehen, erklären, was es macht, ein Bild zeichnen lassen und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn man das 300 Mal gemacht hat, dann fängt es an, langweilig zu werden. Die Implementierung war eine Android-App, die Kanten findet, vektorisiert und ein bisschen aufräumt. Die schickt das an einen Arduino, der hat ein bisschen Bewegungskontrollcode, sehr einfach, der die Servomotoren durch die Gegend bewegt. Wir haben Code dafür eigentlich aus dem Internet genommen und uns nie wirklich angeschaut, was er eigentlich macht. Vielen Dank, das war großartig. Auch hier der Trick wieder ist, dass wir viele Abkürzungen nehmen. Wenn die Leute zum Beispiel vor einer Backsteinmauer stehen, dann wird der Roboter die meiste Zeit darauf verwenden, diese Backsteinmauer zu zeichnen. Das geht aber nicht, weil wir dafür nicht genug Speicher haben. Das heißt, das Bild muss immer das Gesicht sein und nichts anderes. Und man musste auch die Beleuchtung so anpassen, dass man brauchbare Schatten im Gesicht bekommen hat. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man die Augen sieht, dass man am besten auch noch den Mund und die Nase sieht. Und wenn man dann auch noch das Kinn gezeichnet bekommt, dann hat man gewonnen. Auch das hier ist also total einfach, aber es ist wirklich gut bei dem, in dem, was es tun soll. Das Giant Staring Eye, das riesige Glubschauge, das ich mit Anton zusammengebaut habe, entstand aus einem Gespräch darüber, wie groß der größte Augapfel sein könnte, den wir bauen können. Und wir wussten, dass es ein aufblasbarer Ballon sein muss. Und das haben wir für eine Hacker-Konferenz gebaut. Und auch das Einzige, was das tut, ist, dass es Leute beobachtet. There is looking for someone. Hier sucht es nach jemandem. There's someone. Da ist jemand. It's looking at him. Es schaut ihm sehr langsam hinterher. Oh, still looking at him. Schaut immer noch. That's the only thing it does. Das ist das Einzige, was dieses Ding tut. Oh ja, die Größe der Pupille ändert sich, je nachdem, wie interessiert es ist. Das heißt, sobald es jemanden entdeckt, dann wird die Pupille größer. Was haben Leute damit angefangen? Manchmal haben sie geschaut, wie lange sie sich gegenseitig in die Augen schauen können. Manchmal haben sie hin und her getanzt. Was ich auch einmal beobachtet habe, ist, dass die Leute es erst gar nicht mitbekommen haben, dass sie von einem riesigen Auge angeschaut werden. Und dann, als sie es gesehen haben, haben sie sich ein bisschen erschrocken.
What's in it? There's a beagle bone. Hier drin ist ein Beagle Bone, ich weiß nicht genau, warum wir das gewählt haben, mit einer Webcam und einer 360-Grad Objektiv. Als wir sie gekauft haben, war sie sehr billig. Ich glaube, das lag an irgendeiner gescheiterten Telefon-App, die den Markt mit Objektiven geflutet hat. Ein bisschen Python, OpenCV, auch hier schauen wir wieder nach Bereichen, die sich geändert haben, aber diesmal suchen wir den größten Blob, damit wir eine Person finden, selbst wenn sich anderswo im Bild irgendwas geändert hat. Auch wieder drei Servomotoren und eine Art Pumpe, um das Ding aufgeblasen zu halten. Und es stellt sich heraus, dass Boiler für Zentralheizung genau die richtigen Teile dafür enthalten. Ich weiß jetzt viel mehr, als ich früher darüber wüsste, wie man Ballons aufbläst. Und der Ballon selber ist aus handgenähtem Nylon. Ich glaube, ich habe ein bisschen ausgerechnet, wie man dieses Ding zusammennähen muss. Und das hat funktioniert. Also Servomotoren, um das Ding zu bewegen, und einen weiteren Servomotor, um die Pupille nach vorne oder hinten zu schieben. Und der Grund dafür, warum das wackelt, ist, weil die Servomotoren billig waren und nicht wirklich dafür gebaut waren. Da gab es wieder einige Tricks. Man braucht einen wirklich sauberen Hintergrund. Man wird immer Leute haben, die vorbeilaufen. Also man wird niemals eine große Menge haben, aber immer einige Leute. Und die Langsamkeit, die ist wirklich nicht schlimm. Leute interessiert das nicht wirklich. Ich glaube, weil es wirklich groß ist und weil große Dinge einfach langsam ist. Das ist, wenn manche Dinge nicht gut sind, aber groß, dann funktionieren sie trotzdem. Das ist großartig. Ja, das nächste Projekt, Tune on a Stick. Was das hier tut, ist, es dreht sich die ganze Zeit. Es gibt keine Kontrolle über diese Rotation. Es spielt Geräusche, je nachdem, wie die Leute sich so drumherum bewegen. Also jede Note misst praktisch den Abstand von der Person, die daran vorbeigeht. Wenn da keine Leute sind, es wird halt neues MIDI-Set nutzen. Man bekommt verschiedene Musik, wenn man irgendwann wieder vorbeikommt. Aber es ist immer Musik irgendwo. Ja, das hat wirklich gute Reaktionen bekommen. Manche Leute sind einfach nur verwirrt daran vorbeigegangen. Manche haben gewunken, als sie gemerkt haben, dass es irgendwie merkt, dass sie dran vorbeigehen, um rauszufinden, wo der Sensor ist. Aber es passiert nicht wirklich viel mehr, wenn man nah dran ist. Manche haben sogar in Gruppen dabei gestehen, um Songs zu erstellen. Das war wirklich großartig. Aber das Schönste waren die Leute, die vorbeigekommen sind, die schon wussten, dass dieses Ding da steht, und die dann immer mal wieder vorbeigekommen sind, um ein bisschen damit rumzuspielen. Und die wollten immer wieder kommen, um damit rumzuspielen. Und die wollten so dieses Rätsel dessen so ein bisschen rausfinden, um zu gucken, was dieses Gerät ihnen bieten kann. Ja, die Implementation. Es war tatsächlich der Motor eines Scheibenwischers. Lasercut MDF-Teile. Da ist ein spezieller Ring, den man billig auf eBay kriegt. Zwei Hälften, auf jeder Seite eine, und die rotieren halt umeinander. Es baut halt so diesen ganzen Zusammenbau. Ein Ultraschallsensor, die kosten ungefähr $30, ist nicht wirklich toll. Dann gibt es noch ein Arduino mit MIDI-Shield, um halt diese Geräusche abzuspielen, und dann ist da noch ein Autoverstärker, ein relativ schlechter, ehrlich gesagt. Das ist die Innenseite. Die Trommel in der Mitte ist aus einem alten Fotokopierer. Das war halt das, was ich gerade liegen hatte.
Ja, wirklich billig, wirklich unfassbar billig. Der Trick an dieser Sache ist wirklich in Sachen Musik. Phil hat damit relativ viel zu tun gehabt. Es nimmt eine Art Skala, wenn es hochfährt, wenn ein neuer Song reinkommt. Und nimmt halt diese Noten und spielt die halt in einer beliebigen Weise ab. Es kommt immer irgendwie eine Melodie raus, aber die ist nicht wirklich schön. Und versucht auch wirklich immer in dem Abstand der Person zu kommen, um gewissen einen Beat zu haben, dass man zumindest eine Art von Melodie bekommt. Das ist der Teil des Codes. Ja, guck mal, wie der Abstand ist und spiel dann einfach eine Note ab. Das ist alles, was drin steckt. Nicht wirklich besonders speziell. Das ist the world of techno. Das ist location-dependent techno und wird halt einfach techno spielen. Ja, es ist tatsächlich, es funktioniert, aber man sieht es nicht wirklich. Okay, but thanks for trying. Ja, ich habe es zumindest versucht, okay. Er hat es zumindest versucht, so rum. All I do with it is alles, was ich damit mache, ist es hochfahren und es irgendwo auf dem Weg stehen lassen. Irgendwer findet es und bringt es irgendwo hin und schiebt es durch die Gegend. Leute kümmern sich drum. Das ist die einzige Anleitung. Eigentlich ziemlich simpel. Und das ist alles, was es braucht. Und ich sitze da und gehe manchmal einfach vorbei und gucke mir das an. Was machen die Leute? Die nehmen das mit. Die suchen sich einen schönen Ort mit dem besten Techno und setzen sich da einfach hin. Und wenn es kaputt geht, manche haben einfach versucht es zu laden oder zu reparieren oder sie bringen es zurück. Ja, so nach dem Motto, das ist kaputt, kannst du es reparieren? Ich hab's denen nicht gesagt, aber es war halt einfach so, es stand halt einfach so rum und wollte ihre Liebe und sie haben sich dann wirklich drum gekümmert und ja. Ja, das war schon auf verschiedenen Veranstaltungen. Es waren wirklich schon tausende Leute an diesem Gerät und alle waren nett zu ihm. Das ist ein anderer Trick. Kein Trick wirklich, aber man vertraut das Ding den Leuten an und die Leute sind wirklich nett zu ihm. Und das ist großartig. Ja, hier sieht man das. Ich habe es einfach da gelassen bei der Schar. Da gehen Leute mit dem Gerät vorbei. Ich habe es 4 Stunden nicht gesehen. So, das ist die Implementation. Es ist ein USB-GPS-Empfänger, ein Pi mit Sonic Pi. Die Sonic Pi Acid Techno Sample mit ein bisschen extra dabei programmiert. Mal wieder ein schlechter Autoverstärker. Und dann habe ich wirklich mal irgendwann 9 eingebaut, hat 15 Pfund gekostet und dann habe ich noch ein paar billige Lautsprecher geholt, ein paar Räder, einen Griff, hat noch nicht mal 100 Pfund gekostet. Das ist die Technologie. Es ist furchtbar und es ist sehr flach. Wenn du irgendwas damit machen willst, pack einen Voltmeter rein, damit man sieht, ob wirklich nur der Akku leer ist oder ob es wirklich kaputt ist. Das ist der Code. Diesen Kram mit LED, INT, Percent, mit den ganzen Nummern dahinter. Was es wirklich tut, ist, es nimmt die Länge, den Breitengrad und nimmt einige Sachen raus, um den Notengenerator für diesen Loop, für den Sonic Pi zu produzieren. Und dann werden noch andere Töne dazu gesteuert. Also wenn man alle Bits aus diesem GPS-Koordinaten nutzt, dann gibt man immer verschiedenen Techno auf verschiedenen Koordinaten. Und die Kontrolle ist wirklich so, man kann wirklich so ein bisschen diese Bit-Anpassung noch ein bisschen modulieren und dann
Das ist eigentlich alles, was man braucht dafür. Manche Leute wollten, dass ihr bestimmtes Techno in bestimmten Gegenden spielt. Ja, das wäre echt großartig, aber es geht einfach um die Einfachheit dieses Geräts, ehrlich gesagt. Der Trick an dieser Sache ist, dass es einen Griff und Räder hat und das bedeutet offenbar, dass es geschoben werden muss. In Designsprache nennt man das Affordance. Wenn man einem Ding einen Griff und Räder gibt, dann werden Leute es eben schieben. Und das Zweite, vertraue dem Camp. Wenn man das Ding an Leute anvertraut, dann werden sie darauf aufpassen und es mit ihrer Liebe bedecken, unter anderem eben, weil man es in ihre Obhut gegeben hat. Und ich möchte gerne mehr von solchen Sachen bauen, die man einfach nur Leuten überlässt, um zu schauen, was passiert. Und noch dazu mögen die meisten billigen, schlechten Techno. Also wenn man schon was baut, dann kann man auch genauso gut noch ein bisschen Techno oben drauf legen. Der Riesententakel. Als ich das Auge gebaut habe, dachte ich mehr über aufblasbare Dinge nach und wie man sie steuern könnte. Und das war mein erstes Experiment in diese Richtung. Und es stellte sich heraus, dass es relativ praktisch war. Hier wird es mit einem Joystick manövriert. There is a bit later. Hier ist es noch mal ein bisschen später, nachdem es mit Regensensoren ausgestattet wurde. Jetzt fängt es an, Spiele zu spielen. Man sieht es hier nicht so gut. Entweder versucht es, Leute wegzuschieben, oder es entfernt sich von Leuten. Es waren auch keine Regensensoren, sondern Nähersensoren. Und Menschen haben damit gespielt. Manche haben sich davon jagen lassen, die haben sich auf dieses Spiel eingelassen. Manche wollten es auch einfach nur umarmen, was auch in Ordnung ist. Manche dachten, dass das Ende der Kopf war und haben irgendwie geklatscht oder versucht, halt die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und für mich war es immer eine Tentakel, die keinen einen Aufmerksamkeitsfokus hat. Auch das war dann ein kleiner Designfehler. Wenn ich die Energie dazu hätte, würde ich noch versuchen, andere Sensoren zu nutzen. Und ich habe sehr viel darüber geredet, wie das Ding funktioniert, was ich sehr gerne tue. Die Implementierung ist ein billiger Hüpfburg-Aufblaser. Die sind billig, sie machen viel Lärm, aber sie sind billig. Niemand scheint Ventile für diese Dinge zu bauen. Deswegen musste ich es mit verschiedenen Sachen aus dem Baumarkt selber zusammenhacken. Kompasssensoren für die, um die Winkel zu messen. Und Tom hatte die geniale Idee, einen Kompass dafür zu verwenden, weil ein Kompass natürlich immer seinen Winkel kennt. Und so können wir relativ gut bestimmen, wo das Ding hingeht. Time of Flight Rangers, weil sie die coolsten Rangers sind, um Leute zu erkennen. Und ein Demos, weil der 5 Pfund gekostet hat. Und wenn man... Das mache ich sehr gerne, dass man ein kleines OLED-Display einbaut, um einfach zu schauen, was das Ding gerade sieht. Und viel Näharbeit natürlich. Das sind die Ventile. Die CAD-Dateien dafür sind online. Die kann ich euch zeigen, wenn ihr daran Interesse habt. Jedes Ventil hier hat einen Servomotor hinten, der eine große Trommel dreht, die die Luft in die eine oder die andere Richtung schickt. Und der Trick daran ist, es ist wirklich schwierig, das hier richtig zu bauen. Aber wenn man einfach nur ein paar würfelförmige Sachen und Dinge
parallelen Flächen baut, dann ist es viel einfacher und dann es funktioniert fast genauso gut. Das ist nicht mal annähernd luftdicht. Es macht aber gar nichts. Man kann ein riesiges Loch einbauen und das funktioniert immer noch. Und es ist groß, es ist langsam, es ist nicht besonders, es reagiert nicht besonders schnell, aber es reagiert. Und die Leute nehmen das hin. Das war der Designprozess. Ein paar Papierstreifen mit Markierungen drauf, die ich später gemessen habe. Das hier ist nicht mein Projekt, da habe ich nur geholfen, wie man einen, das heißt How to Build a Robot, es war für eine Fernsehsendung, es war ein semi-autonomer Roboter, den wir in den Straßen von Bristol allein gelassen haben und Leute damit haben interagieren lassen. Es würde Stunden dauern, euch alles darüber zu erzählen, aber es ist immer noch online, ihr könnt diese Sendung finden. Und die Leute haben sich wirklich darum gekümmert. Also es sah aus wie ein kleines Alien-Baby und anscheinend kümmern sich Leute um Alien-Babys. Sie haben damit geredet. Sie haben es sehr gerne umarmt und sie haben sich um ein Ding gekümmert, das ihrer Obhut überlassen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung in Deutschland findet, aber sie ist auf Channel 4 Catch-Up. Triffid ist hier, es ist momentan auch ein bisschen kaputt, aber hoffentlich läuft es morgen. Das wurde gesponsert von Electromagnetic Fields letztes Jahr, vielen Dank dafür. Das ist ein großes mobiles, aufblasbares Ding. Ich wollte ein bisschen was anderes bauen als die Tentakel. Das hat wirklich gut funktioniert. Diese Dame aus Australien hat das mehr geliebt als alle anderen. Also viele mochten das sehr gerne, aber niemand so wie sie. This was a day out at Puppet Place in Bristol. Das war ein Tag bei Puppet Place, einer Werkstatt in Bristol. Und jetzt gerade wird es manuell gesteuert von dem Kind hier rechts. Und es stellt sich heraus, sie wusste genau, wie man das Ding steuert. Und sie hat versucht, es ihre Freunde verschlingen zu lassen. Diese Kinder waren total besessen davon. Ihr könnt es wahrscheinlich morgen sehen. Die Sensoren und die Interaktionen sind immer noch in Arbeit. Damals hatte es gar keine Sensoren. Jetzt ist es es ist noch ein bisschen experimentell, aber selbst wenn es nicht richtig funktioniert, dann versuchen Leute trotzdem zu spekulieren, was die Motive von diesem Ding sind. Das ist eine, also obwohl es nur zwei Freiheitsgrade hat, hat es trotzdem sehr viele Bewegungsmöglichkeiten. Das heißt, es sieht so aus, als tut es mehr, als würde es mehr tun, als es wirklich kann. Leute spielen gerne Spiele damit oder versuchen das zu umarmen. Und ich bin gespannt, was ihr damit tut, wenn es ein bisschen mehr kann. Es ist auch wieder ein Hüpfburg-Aufblasgerät und mehr braucht ein bisschen mehr Druck, weil hier diese LEDs drin sind. 6 Ventile, alle mit einem Servomotor gesteuert, damit wir den Luftdruck genau steuern können. Viel Nähen, ich habe mehrere Freunde angeheuert, um beim Nähen zu helfen. Na, und das war es auch wert. Viele LEDs, passive Infrarot, die nicht so wirklich gut funktionieren. Und jetzt mit einer Kamera und Sensoren. Das hier waren einfach nur Tests des Krümmungsprinzips und wie spitz wir die Dornen machen können. Das sind die Ventile. Hier reparieren wir es draußen im Feld.
Zum Glück haben wir Nähmaschinen dabei. Die Innenseite, die sieht man nicht mehr, aber unten ist eine Luftkiste und dann obendrauf eben diese Ventile. Es sind nicht mehr wirklich viele Tricks dabei. Leute mögen Dinge, die sie umarmen oder quetschen können. Und man kann eigentlich gar nicht schief liegen damit. Es ist eine riesige Installation, aber sie lässt sich sehr klein. Sie lässt sich sehr klein verpacken. Und wenn man so eine Installation baut, dann muss man sie am Ende entweder wegwerfen oder zu Hause lagern. Und beides davon ist problematisch, es sei denn, es lässt sich sehr klein verpacken. Die Anemone. Eine Woche vor Electromagnetic Fields letztes Jahr stellte es sich heraus, dass wir noch mehr Sponsorengelder haben. Und die Frage war, ob wir noch eine Installation bauen würden. Eine vernünftige Person hätte jetzt Nein gesagt, aber ich bin nicht vernünftig und habe deswegen noch eine gebaut. Die Anemone war das Einfachste, was wir bauen könnten, was wenigstens einige der Ziele erreicht. Und das Einzige, was die tut, ist, dass sie, dass der Druck innen drin sich zyklisch verändert. Und wenn der Druck steigt, dann drücken diese Tentakeln eben nach außen. Und wenn er fällt, dann ziehen sie sich wieder zusammen. Und das macht es die ganze Zeit. Und es enthält LEDs. Auch das bekommt viele Umarmungen und Leute, die ihren Kopf oder ihre Arme in die Löcher stecken. Manche Kinder sind auch reingeklettert. Es ist wirklich schön, drinnen zu sein. Leider ist das ein Erlebnis, das man nicht so leicht bekommt, weil da nur ein kleines Loch drin ist. Auch das ist sehr ähnlich zu Triffid. Es ist ein großes Gebläse, zwei servogetriebene Ventile, Bungee-Seile, die das Ganze zusammenziehen. Auch viel nähen, aber nicht so viel wie bei den anderen, weil es eigentlich nur 6 Teile plus die Röhren sind. Wir hatten nicht mal ein Muster dafür. Wir haben es einfach in die Form geschnitten, die wir für richtig hielten, und sie stellte sich als richtig heraus. Keine Sensoren, keine Interaktion, aber trotzdem ruft es noch aufgrund seiner physischen Natur eine ganze Menge Interaktion hervor. Der Trick ist einfach nur, dass es seinen Druck zyklisch verändert. Das ist das Einfachste, was wir machen konnten mit den Mitteln, die wir zur Hand hatten. Und das ist das Ende der Liste der Dinge. Was ist das Nächste, was ich tun möchte? Ich möchte mehr von diesem Interaktionsdesign und von den Sensoren machen. Und das möchte ich verbessern. Und das andere, was diese letzten beiden Installationen mir beigebracht haben, ist, dass Leute diese taktilen Erlebnisse mögen. Denn selbst wenn sie nicht dafür designt wurden, dann nutzen das Menschen in dieser Art und Weise. Das heißt, ich sollte irgendwas mit mehr taktilen Erlebnissen vielleicht nächstes Jahr machen. Ja, so ein bisschen Zusammenfassung jetzt. Es ist wirklich wichtig, sie günstig zu machen. Wirklich, die meisten Dinge wurden echt schlecht gemacht. Wenn ich das als Beruf machen müsste, das wäre wirklich schlecht. Man macht das normalerweise gut, dass es gut gewartet werden kann. Das war nicht der Fall. Es war das Schlimmste, wie es eigentlich funktionieren konnte. Und ich habe es erst ausprobiert und die Installation am Ende, die man an verschiedene Orte bringen kann, die geht halt auch kaputt und es macht halt das Ding, was es tun soll. Man muss halt einfach Mut haben, dass die Ingenieurskunst schlecht ist, um es letztlich an die Leute zu bringen, beispielsweise Kabelbinder, einfach eine Heißklebepistole nähen. Und all diese Tricks, die ich schon erzählt habe. Man muss möglichst wenig guter Kram in diesen Geräten sein, solange die Effekte da sind. Das,
Das ist das Thema billig. Das finde ich wirklich extrem gut. Und hier geht es um Gutes. Viele Dinge wären nicht möglich gewesen, wenn ich Dinge davor gebaut, nicht davor gebaut hätte. Es gibt halt immer verschiedene Iterationen, gerade bei diesen aufblasbaren Dingen. Die haben jeweils aufeinander aufgebaut. Hannahs Talk vorher hat er auch ein bisschen drüber gesprochen. Dass Leute, die sehr viele gute Sachen machen, machen sehr viel Zeug. Und das gute Zeug kommt halt aus diesem Zeug, was man vorher macht, vielleicht auch die schlechten Sachen, weil man da einfach so gewisse Bausteine für spätere Projekte bekommt, für nächste Iterationen. Sehr, sehr viel Testen an verschiedenen Leuten. Man weiß nicht wirklich, was man erwartet, was die Leute tun. Wenn du eine sehr großartige Idee hast, es fühlt sich aber nicht gut an. Letztlich, die machen zwar nicht, was sie tun, aber es funktioniert, dann ist es auch schön. Man muss es halt an verschiedenen Leuten testen, aber Leuten in Gefängnissen kann man das nicht zeigen, das kann ich dir sagen. Die Erfahrung, die man da hat, ist unterschiedlich zu dem Objekt. Wenn ein cleveres Ding gut ist und die Idee ist gut, aber es wird langweilig dargestellt, aber es muss so ein ganzes Erlebnis sein. Da hat man am Ende viel mehr dran designen, einfach was Schönes. Manchmal hat man auch einfach Glück und hat einen kleinen Unfall gebaut und der funktioniert trotzdem. Das ist großartig. Man kann den Leuten was geben, irgendwas daraus zu lernen, dass sie auch wieder zurückkommen wollen und wieder noch neue Dinge aus dem Ding zu bekommen. Es gibt, manche haben wirklich eine simple Attraktion, die sind nicht besonders clever, aber gerade simple Dinge begeistern die Leute. Also ganz ehrlich, diese Dinge, die man in den Arm nehmen kann, sie mögen schlechten Techno, sie fahren gern Dinge durch die Gegend. Und es gibt halt so Grundlagen, auf denen man seine Geräte aufbauen sollte, die dann am Ende dafür sorgen, dass die Leute damit interagieren. Und es gibt vielleicht auch Dinge, die Leute sowieso schon machen, also mögen, also das sollte man vielleicht auch mal aufgreifen. Ja, so eine Art von Zusammenfassung mal wieder. Wenn man großartige Dinge macht, ist es gut, aber etwas mit einer großartigen Erfahrung zu machen, ist noch viel besser. Wenn man ein schlechtes Ding baut, was eine gute Erfahrung erzeugt, dann ist das wirklich toll. Denn was du geliefert hast, ist eine Erfahrung, die sich im Kopf der Menschen festsetzt. Und es bleibt auch. Und es geht nicht so um dieses Ding, aber es geht um diese Erfahrung, die einfach bleibt. Das Ding ist in dem Moment egal. Und ich denke, einiges ist wirklich offensichtlich. Manche Dinge habe ich einfach nur hingekriegt, indem ich sie ausprobiert habe. Und man darf nicht unterschätzen, wenn man einfach mit Dingen rumspielt, dann kann das am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Von daher macht einfach einige Dinge. Ja, wir sehen uns. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Talk. Und wir können noch ein bisschen auf deine Freunde gucken, die da hinten sind. Habt ihr es repariert? Ja. Es ist am besten mit den Leuten, vielleicht kann man das Q&A jetzt machen. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben zwei Mikrofone im Saal, eins da vorne. Einige Leute heben das auch da hoch und dann haben wir noch die Internetperson, die aber ihren Kopf schüttelt. Wenn ihr Fragen habt. Audience, thank you. Hast du jemals versucht, die Zuschauerschaft, also die Erkennung von Leuten drumherum zu ändern? Beispielsweise bei dem Auge, bei den Pentakel.
Ich habe das nicht getan. Das ist eine gute Frage. Aber die Art, wie diese Erkennung integriert ist, wäre sie besser, könnte ich das wirklich mal ein bisschen modularer machen, aber so ist es halt im Moment. Da ist noch eine Frage. Hast du irgendwelche Tricks, um Stoff günstig zu beziehen für solche Projekte? Ich habe einen Stoff gefunden, der kostet 3 Pfund pro Meter auf eBay. Es ist ein spezieller Nylon. Ich kann dir da mal ein bisschen was von zeigen. Komm einfach vorbei, aber es ist wirklich das Günstigste, was ich finden konnte. Es ist sehr stabil für diese Projekte und ist relativ luftig, nicht komplett, aber es reicht. Okay, any more questions? Ja, noch mehr Fragen. Wave like crazy, the lights are very bright. Es winkt wirklich doll, das Licht ist sehr hell. What does the Internet say? Was sagt das Internet? Das Internet sagt gar nichts. Ich kann eine Frage beantworten, die keiner gestellt hat. Ach, da ist noch eine Frage. Du hast gesagt, dass du die günstigsten, billigsten Sachen, schlechtesten Sachen, die du finden konntest. Wie oft passiert es, dass genau diese Dinge viel zu schlecht sind für die Projekte? Und das passiert wirklich sehr, sehr selten. Ich habe bestimmte Sachen an dem Techno-Projekt mal austauschen musste, weil ein Verbinder abgebrochen ist. Aber es hat ein paar Camps gebraucht, bis es kaputt gegangen ist. Es passiert sehr selten, dass ein Gerät weg muss, weil es wirklich zu schlecht ist. Das ist nicht wirklich ein Thema für mich. Es ist wirklich beeindruckend, weil ich mache das ja schon einige Jahre lang. Ne? Da ist eine weitere Frage. Ja, die World of Techno-Projekt. Wie gehst du mit den GPS-Locations um, wenn die sich verändern? Ja, der Techno change, der Techno ändert sich halt und das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. More questions from the audience. Mehr Fragen von der Zuschauerschaft. Da ist noch eine. All diese großen. Hast du jemals darüber nachgedacht, irgendwas zu machen, was die Leute verängstigt? Nee, ehrlich gesagt nicht und ich weiß auch nicht, ob ich es machen sollte. Okay, more from the audience. Noch mehr Fragen vom Publikum? Jackman, do you have a question? Ja, du hast noch eine Frage, ne? Ich habe eine Antwort. Wenn man Dinge wie diese macht, meist gibt es Source Code und sowas online. Man kann viele Sachen per Google finden und auf meiner Internetseite oder schreibt mir eine E-Mail. Die meisten waren kollaborative Projekte und wir würden auch gerne weiter kollaborieren. Und wir würden euch gerne über die Projekte erzählen, damit ihr auch was bauen könnt. Ja, schickt mir einfach eine E-Mail. Ja, dann würde ich sagen, danke nochmal für dich, beziehungsweise an dich. Nochmal schönen Applaus.